Als dieser Zuwärter im Sterben lag, kam seine Lieblingsgiraffe auf ihn zu und tat etwas Herzzerreißendes. Es war eine Geste, die 25 Jahre lang vorbereitet wurde und seine Frau zu Tränen rührte. In den letzten 2 Jahrzehnten war Mario Ais jeden Tag mit einem Lächeln auf dem Gesicht zur Arbeit gekommen. Er war Reinigungskraft, aber er arbeitete an einem der schönsten Orte der Welt, dem Blidorp Zoo in den Niederlanden. Mario räumte hinter den Tieren auf und sorgte dafür, dass ihre Gehege blitzblank waren, damit sie sich wohlfühlten. Und es gab eine Tierart, mit der er sich mehr als mit allen anderen verbunden fühlte. Im Laufe der Jahre hatte er eine besondere Zuneigung zu den Giraffen entwickelt. Es gab 5 von ihnen im Zoo, aber eine hatte es Mario besonders angetan. Jeden Tag trennte sie sich von ihrem Rudel und schlenderte zu ihm hinüber. Die Tiere wurden vor der Reinigungszeit aus dem Gehege gebracht, aber dieses fand immer einen Weg, ihm Gesellschaft zu leisten. Mit seinem langen Hals konnte er über den Metallzaun greifen und Mario näher kommen, oft nahe genug, um ihm einen kleinen Klaps auf den Kopf zu geben, und er konnte nie widerstehen, sich ein wenig Zeit für eine Streicheleinheit zu nehmen. Er holte Obst, Chips oder etwas anderes, das er entbehren konnte, aus seinen Jackentaschen und gab es der Giraffe heimlich zu essen. Das war Teil der morgendlichen Routine im Zoo. Als Mario eines Tages nicht auftauchte, wartete die Giraffe deshalb stundenlang verwirrt. Tragischerweise war er ein paar Kilometer entfernt und wurde unter einem Tunnel aus Magneten geschoben, wo sein Gehirn gescannt werden sollte. Marios Frau hatte ihn am Abend zuvor auf dem Boden gefunden, wo er sich vor Schmerzen die Brust hielt. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo man zunächst einen Herzinfarkt vermutete, aber es war viel schlimmer. Als die MRT-Ergebnisse zurückkamen, zeigte sich, dass er ein Mesothelium hatte, eine bekanntermaßen tödliche Krebsart. In seinen Teenager- und frühen 20er Jahren hatte er auf dem Bau gearbeitet und unwissentlich mit großen Mengen Asbest zu tun gehabt. Das erfuhr er erst Jahre später, aber als es schon viel zu spät war, um etwas zu unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Asbestrückstände in seinem Inneren bereits zu einer Krankheit entwickelt, die ihn schließlich töten sollte. Mario hatte nur noch ein paar Monate zu leben. Eine Behandlung war zwar möglich, aber es war schon so spät und der Krebs so aggressiv, dass die Erfolgschancen gering bis gar nicht vorhanden waren. Das Beste, was das Krankenhaus anbieten konnte, war die Sterbebegleitung. Sie wollten es ihm in seinen letzten Wochen so angenehm wie möglich machen. Trotz dieser erschreckenden Nachricht war Mario dankbar. Er war erst 54 Jahre, aber er hatte ein langes und erfülltes Leben gehabt. Seine Frau Honey war seine Highschool-Liebe und gemeinsam hatten sie 4 Kinder großgezogen, 3 Jungen und ein Mädchen. Mario hatte nie zu viel von seinem Leben verlangt. Er wollte seiner Familie nur ein sicheres und glückliches Zuhause bieten. Obwohl er jetzt relativ früh sterben musste, war er mit dem zufrieden, was er hatte. Seine Frau und seine Kinder besuchten ihn jeden Tag und umgaben ihn mit der Wärme und Liebe, die er so sehr schätzte. Aber es gab eine Sache, die ihm zu schaffen machte. Bevor er einschlief, hatte er noch eine Bitte an die Krankenschwestern. Mario flehte sie an, ob er noch einmal die Möglichkeit haben würde, den Zoo zu besuchen, in dem er 25 Jahre lang gearbeitet hatte. Es war eine nette Geste und das Krankenhauspersonal zeigte sich verständnisvoll. Nachdem er die Geschäftsführung gefragt hatte, teilte man ihm jedoch mit, dass dies nicht möglich sein würde. Zu diesem Zeitpunkt war Mario bereits ans Bett gefesselt. Der Krebs fraß sich durch seinen Körper und schwächte ein Organ nach dem anderen. Es fiel ihm schwer, auch nur seine Arme zu bewegen. Das bedeutete, dass die einzige Möglichkeit, ihn in den Zoo zu bringen, in seinem Krankenhausbett sein würde, was mehr Ressourcen erforderte, als das Krankenhaus sich leisten konnte. Was er jedoch nicht wusste, war, dass einer seiner Kollegen im Zoo ihn anonym an die Ambulance Wish Foundation empfohlen hatte, eine Gruppe, die unheilbar kranken Patienten letzte Wünsche erfüllt. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Patient einen Besuch im Zoo bekommt, aber es war das erste Mal, dass er komplett bettlägerig war. Der Transport und die logistischen Vorbereitungen waren eine große Hürde. Sie mussten die Erlaubnis der Zuleitung, des Krankenhauses und der örtlichen Gesundheitsbehörden einholen. Der Zoo war mehr als bereit, seinem ehemaligen Mitarbeiter den Besuch zu ermöglichen, ebenso das Krankenhaus und schließlich auch das örtliche Gesundheitsamt. Aber es gab noch ein letztes Problem. Um Marios Lebenszeichen zu kontrollieren, musste eine Menge Ausrüstung mitgeführt werden und ein Arzt musste vor Ort sein, um eingreifen zu können, wenn etwas schief ging. Nachdem alles arrangiert war, kam ein Team an einem Dienstagmorgen, um Mario in den Zoo zu bringen.
Als sie ihm erklärten, wer sie waren, reagierte Mario kaum. Seine Energie hatte so sehr nachgelassen, dass seine Augen nur noch sporadisch aufflatterten. Seine Frau Hanni erzählte ihnen, dass es ihm schon seit Tagen so ging und er kaum noch auf ihre Ansprache reagierte. Sie waren sich nicht sicher, wie viel er noch verstehen konnte. Es wurde beschlossen, den Besuch trotzdem zu machen. Die gesamte Ausrüstung war organisiert, einschließlich eines Krankenwagens und eines maßgeschneiderten Bettes. Es musste also heute sein. Und so wie Mario aussah, hatte er sowieso nicht mehr lange zu leben. Seine Haut war blass und sein Atem sehr lang und mühsam und passiv. Der einst energische und gesprächige Mann war fast nicht mehr wiederzuerkennen. Hanni durfte hinter dem Krankenwagen mitfahren und Marios Hand halten. Sie brach in Tränen aus, denn das erinnerte sie an die Nacht vor ein paar Wochen, als sie zum ersten Mal den Krankenwagen für ihn gerufen hatte. Schwer schluchzend drückte sie ihren Kopf in Marios Arme, der nur leicht zuckte. Der Arzt beobachtete das Geschehen und machte sich immer mehr Sorgen über die fehlenden Reaktionen. Er war bereit, die Fahrt jeden Moment abzubrechen, wenn er das Gefühl hatte, dass Mario ins Krankenhaus zurückkehren sollte. Als sie im Zoo ankamen, warteten alle Kollegen von Mario vor der Tür, um ihn zu unterstützen. Er war im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil des Zoos geworden und wie Hanni waren auch viele von ihnen zu Tränen gerührt, als sie ihn so regungslos dalagen sahen. Mit einem großen Gefolge, das ihn begleitete, wurde Mario durch einen leeren Teil des Zoos gerollt, der extra für ihn geschlossen worden war. Die kleinen Straßen wurden normalerweise nur von Landcruisern und Lastwagen befahren, die Ausrüstungsgegenstände anlieferten, weshalb die Oberfläche sehr uneben war. Aber jedes Mal, wenn sie sich einer großen Bodenwelle näherten, hob die Gruppe von Kolleginnen und Kollegen Mario in seinem Bett hoch und über den Boden und auf die andere Seite. Für sie war das eine kleine Art, sich für seine jahrelangen Dienste für den Zoo zu revanchieren. Bald erreichten sie ihr Ziel, das Giraffengehege. Jeder, der Mario kannte, wusste, dass dies der einzige Ort war, den er besuchen wollte. Marios Bett wurde hinter einem kleinen Metallzaun aufgestellt. Dann warteten sie und beobachteten über das Gehege hinweg, wo die Giraffen von einem hohen Maulbeerbaum fraßen und mit klappernden, entspannten Kiefern die Blätter kauten. Plötzlich bemerkte eine der Giraffen die Anwesenheit der Gruppe, drehte den Kopf und schlenderte an den Rand des Geheges. Mario hatte seinen Kopf in die entgegengesetzte Richtung gedreht und schien nicht zu wissen, wo er war. Aber die Giraffe erkannte ihn sofort. Sie spähte über den kleinen Zaun und schmiegte sich mit dem Kopf zwischen Marios Arme, ähnlich wie seine Frau es getan hatte. Ihr langer Hals erlaubte es ihr, seinen Körper und seinen Kopf zu erreichen. Der Arzt tauschte einen Blick mit Hanni aus. Die Anzeichen waren nicht positiv und er war kurz davor, die Sache abzubrechen. Am besten wäre es jetzt, ihn zurück ins Krankenhaus zu bringen. Doch dann geschah etwas Unglaubliches. Langsam begann sich Marios Körper zu regen und er drehte sich in seinem Bett um. Das Erste, was er sah, als er die Augen öffnete, war eine riesige, nasse Zunge, die ihm ins Gesicht fuhr. Mario konnte nicht anders als zu lächeln, selbst in seinem geschwächten Zustand. Es war herzerwärmend und herzzerreißend zugleich. Die Gruppe schaute zu und war erstaunt über die Verbindung, die die beiden aufgebaut hatten. Das war genau das, was Mario als seinen letzten Wunsch gebraucht hatte. Er blieb eine halbe Stunde lang dort und genoss die Streicheleinheiten und das Lecken der Giraffe, zu der sich auch die anderen gesellten. Dann war es Zeit zu gehen. Nach einem emotionalen Abschied wurde er zurück ins Krankenhaus gebracht, wo er später am selben Abend starb. Es war, als ob Mario den Gedanken an diese Giraffe festhielt, bevor er sich selbst sterben ließ. Seine Frau Hanni und seine Kolleginnen und Kollegen waren am Boden zerstört, aber gleichzeitig glücklich, einen so schönen Moment miterlebt zu haben. Was für eine herzzerreißende Geschichte. Würdest du einem Patienten im Endstadium erlauben, ein letztes Mal seinen Lieblingsplatz zu besuchen, wenn du ein Arzt wärst? Und wie hättest du dich an Hannis Stelle während des Zoobesuchs gefühlt? Sag es uns unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.